Wir wollen euch kämpfen sehen. Das ist die Überschrift über dem heutigen Krisenduell im Schneegestöber am Niederrhein zwischen den Krefeld-Pinguinen und den Bietigheim-Steelers. Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Freitagabend, 19.10 Uhr haben wir es. Eishockey-Zeit zur perfekten Zeit und auch perfekt, dass Klecki wieder da ist. Klecki, schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Schönen guten Abend auch nach Bietigheim. Ich wünsche euch ein schönes Eishockeyspiel und viel Spaß die nächsten 60 Minuten Spielzeit. Und die Bietigheim Steelers am Bullypunkt, die sich auch direkt vorne festsetzen wollen. Dorimus, und das ist das 1:0 nach anderthalb Spielminuten. Was ein Konter, und der Topscorer, er trifft. 0-1. Ja, das ist natürlich den Start, den die Steelers sich erwünschen. Bulli-Gewinn, ja, schneller Konter. Und dann sieht man, warum er halt, hier sieht man es, schneller Boxers aus der eigenen Zone, neutrale Zone, schnell überbrückt. Söll ist nicht beim Mann. Ja, und dann macht es einfach perfekt. Halb hoch, über die Fanghand oder unter die Fanghand, würde ich jetzt mal sagen, von hier, von den Bildern. Jetzt gut gesehen, Möglichkeit. Matt Martineau. Ja, super safe da von Schmidt. Krefeld setzt sich vorne fest. Trinkberger. Mit der Schussmöglichkeit, Rebound-Möglichkeit. Oh, was ein Save. Schmidt. Was ein Save von ihm. Im Zweikampf mit Marek Radschuk. Damit 39 Toren, Bietigheim mit 45 Toren. Sind wir da natürlich auch drauf gespannt. Jetzt erstmal die Möglichkeit. Scheibe frei, Alex Weiß. Rückertor, dann ist die Scheibe am Pfosten gewesen. Und ja, jetzt wird hier Grüße ausgetauscht. Alex Weiß da. Der kleine Hitzkopf der Krefelder auch wieder mit drin. Da sehen wir es nochmal. Also, Alex Weiß da, dann, ne, das ist der Pfosten gewesen. Ich würde von hinten die Situation mir nochmal gerne angucken. Pfosten. Das ist der Pfosten, definitiv. Jetzt nochmal von hinten, da hast du deine gewünschte Perspektive. Aber stark von Alex Weiß, und dann wieder viel Glück für die Steelers. Deshalb steht weiterhin die 0 bei Krefeld und die 1 bei Bietigheim. Rein geht's ins zweite Drittel. Viel Spaß und direkt die erste Möglichkeit. Und das Steppers, 15 Sekunden. Matt Martineau. Was ein Auftakt. Ja. Gerade noch die Statistik geguckt, wo du angesprochen hast mit den Toren. Und jetzt treffen sie, haben sie uns wieder überrascht. Aber was ein Tor. Klasse rausgespielt, und dann ist es ja klasse gesehen auch, und Matt Martineau im Alleingang, und der saß ja sowas von, und Olaf Schmidt überwunden zum ersten. Verdienter Ausgleich jetzt natürlich nach 14 Sekunden, ja, aber generell auch rückwirkend aufs erste Drittel. Ja, wenn du dir das erste Drittel anguckst, ist es verdient, machen sie gut. Seitenverlagerung. Oh, und jetzt der Fehler. Glück da, aber auch gut aufgepasst von Preibisch. Jetzt Fehler im Aufbau und die Möglichkeit für Bietigheim. Nächste Möglichkeit und das Tor durch den eiskalten, krassen Aufbaufehler der Krefelder. Und er steht 1:2. Ja, und so schnell kann es gehen. Preibisch leitet es ein. Und dann ist... Da sehen wir es, klasse Pass noch im Fallen. Und es ist Jackson Cressy zum 1:2. Puh, das muss Krefeld jetzt erstmal verdauen. Das kam ja aus dem Nichts. Ja, es kam, wie gesagt, Aufbaufehler, hast du angesprochen, Aufbaufehler, dann... Jetzt wieder viel Platz für Bietigheim, nächster Schuss, und dann ist es Latte. Die Querlatte. Oh, knapp am Abseits, aber alles gut. Krefeld hält die Scheibe. Möglichkeit! Riesengelegenheit für Jerome Flake. Genau, auch wieder da. Scheibe landet bei den Steelers. Krefeld. Jetzt vielleicht mit der Möglichkeit 1:0. Matt Martineau! Sie werden nicht leichter an den nächsten Spieltagen. Nächste Möglichkeit für Bietigheim hier. Scheibe ist weiter frei, lag da auf dem Außennetz drauf, und Krefeld greift neu an. Zweimal Overtime, einmal Penalty schießen. Nächster Schuss kommt weit, und das ist das Tor. 2:2.
Und da sieht man diese Erleichterung bei Alex Weiß. Was ein wichtiges Tor. Ja, da ist er, der Kapitän. Im Falle. Und wie wichtig das ist, hier sieht man es. McDonald bringt die Scheibe zum Tor. Und dann steht er da, wo ein Torjäger zu stehen hat, vor dem Tor. Dreht sich rein. Ja, und dann haben wir das 2-2, 1:25 vor Ende. Wie sieht man, setzt sich da super durch. Weiß genau, dass Marcinju flach auf die Schiene schießt. Bietigheim jetzt mit dem Bulli gewinnen. Nächster Schuss auf für Felix Nickel. Was ein Safe. Da werfen wir auf jeden Fall gleich noch einen Blick auf die Möglichkeit. Und das Schuss und das Tor. Das gibt's doch das gar ganze, nicht. 18 Sekunden. 1 Sekunden. Krefeld dreht diese Partie. Da bist du denn des Wahnsinns. Da rettet Felix Bick auf der einen Seite. Und im Gegenzug ist es Matt Marcinju. Aber was ein Pass. Guck dir an, durch die ganze Box. Und er kommt auf den Klepper drauf. Ach du, meine Güte. Lesio auf Marcinju. Und der macht außen Office, sag ich mal. Macht er da sein Tor. Ja, bist du denn des Wahnsinns? Da steht Bietigheim kurz vor diesem Sieg. Und jetzt stehen sie vor der Niederlage in diesem 6-Punkte-Spiel. Matt Marcinju zum zweiten Mal die Saison. Und dann ist es vorbei in 3 Sekunden. Die Krefeld-Pinguine drehen diese Begegnung innerhalb von wenigen Sekunden. Und sehen Sie sich diese Freude an auf der Krefelder Nordtribüne. Bist du denn des Wahnsinns? Krefeld schlägt Bietigheim 3:2. Unglaublich. Also, das Spiel kannst du jetzt so nehmen. Wie gesagt, vielleicht stößt das den Bock um. Unglaublich. Da muss man sich erstmal hinsetzen.